Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten. وَلَا تَنَازَعُوا. وَلَا تَنَازَعُوا. Das heißt, und spaltet euch nicht. Zerspaltet euch nicht. Seid nicht zerstritten. Warum? Er sagt, فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Wer von euch die arabische Grammatik kennt, der wird sich hier fragen, also ich übersetze es erstmal, Allah Ta'ala sagt, und also gehorcht Allah und seinem Gesandten und zerstreitet euch nicht, auf das eure Macht, euer Ansehen nicht verfliegt. Wer von euch die arabische Grammatik kennt, der wird sich hier die Frage stellen, warum sagt Allah Ta'ala وَتَذْهَبَ. Hier steht es im Akkusativ, was man arabisch Sprache Nasb nennt. Die Ursache ist dieses Fa hier. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُ. Das nennt man Fa'us Sababiyya, das Fa der Kausalität, der Ursache. Das heißt, Allah Ta'ala sagt, dieses Verschwinden eurer Macht und eures Ansehens, die Ursache davon ist das, was vorher verboten wurde, nämlich der Ikhtilaf. Was bedeutet aber, das ist nun mal, das hat jetzt nicht direkt mit der Tazkiyah zu tun, nur wenn hier von Allah Ta'ala verbietet hier die Zerstrittenheit, die Spalterei. Aber was genau bedeutet das? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Heißt das nur die verschiedenen Unterschiede und Differenzen innerhalb der Umma, oder ist das mehr? Weil, wenn wir uns zum Beispiel die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, der sagt, وَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ مَعَ أَنْبِيَائِهِمْ. Und jene, die vor euch waren, sind nur zugrunde gegangen wegen ihrer übermäßigen Anzahl von Fragereien. Also Fragereien, die nicht von deinen Belangen sind. Und ihre Kontroverse mit ihren Propheten. Ikhtilaf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt das Wort Ikhtilaf. Ikhtilafuhum ma'a anbiya'ihim. Und daher, Einigkeit erfordert nicht nur eine körperliche Einigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, meiner Meinung nach. Einigkeit bedeutet nicht nur körperliche Einigkeit, dass man sich zusammen schart, aber innerlich diametral unterschiedlich ist. Derartige Einigkeiten halten nicht lange. Sie sind wie so ein brüchiges Mauerwerk. Ein brüchiges Mauerwerk, das jederzeit bei der kleinsten Berührung einstürzen kann. Allah Ta'ala sagt, وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Du denkst, sie wären vereint, körperlich. Aber ihre Herzen sind verschieden. Ihre Herzen sind unterschiedlich.